Ja, ich habe jetzt zwei Briefe erhalten. Ein Brief ist eine Korrektur. Und ja. Okay, könnt ihr auch gerne disliken, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr macht irgendwas. Ja, fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Und zwar mit der Autismusdiagnostik. Ich habe verschiedene Praxen kontaktiert bezüglich der Diagnostik, nicht nur in Köln, sondern auch außerhalb Köln, zum Beispiel Bochum, Wuppertal, Essen, Düsseldorf und so weiter und so fort. Und eine Praxis hat sich positiv bei mir zurückgemeldet, und zwar ist das die Praxis in Bochum. Die haben mir 5 Fragebögen geschickt, 3 davon soll ich selber ausfüllen. Das sind alles Diagnostikfragebögen. 2 davon sollen meine Angehörigen, also meine Eltern, ausfüllen. Und die soll ich dann ausgefüllt an die hinterlegte E-Mail-Adresse zurücksenden. Ja. Das werde ich dann dementsprechend jetzt die Tage machen. Das sind ziemlich ausführliche Fragebögen, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Das wird auch ein bisschen Kraft meinerseits kosten und natürlich auch die Kraft meiner Eltern, denn die müssen sich ja stark zurückerinnern, wie ich damals in der Kindheit war, wie ich mich verhalten habe und so weiter und so fort. Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt einen Schritt weitergeht, dass ich jetzt der Diagnose absichtlich mir nicht zugehört haben, dann mich aussehen lassen haben, als wäre ich unzurechnungsfähig, was ich nicht bin. Das ist ja lächerlich gewesen, was sie darin geschrieben haben. Also ja, aber ich möchte mich jetzt darüber nicht aufregen. Das liegt in der Vergangenheit und die haben sich bei mir entschuldigt für diese Unannehmlichkeit, haben den ärztlichen Brief korrigiert. Also die haben das, was ich erzählt habe, also über Autismus, über meinen Verdacht darüber, dass ich eventuell höher intelligent sein könnte, richtig dargestellt. Nicht so, als wäre ich überzeugt, als wäre ich wahnsinnig oder so. Bin ich nicht. Ich habe auch nie über ADHS geredet. Das war im ersten ärztlichen Bericht so geschrieben. Diesmal wird Autismus erwähnt, was ich gut heiße, also ich finde das gut, dass sie das erwähnen, weil ja, also ich habe ja auch die 3 Wochen, wo ich dort war, auch nur über Autismus geredet, weil ich eben die Verdachtsdiagnose erhalten habe. Und dementsprechend, ja, finde ich es wenigstens gut, dass die das jetzt richtig gestellt haben, weil wäre das nicht richtig gestellt worden und ich hätte andere Kliniken besucht, die hätten aufgrund dessen, dass man mir eine falsche Diagnose gestellt hat, auf der falschen Diagnose weiter rumgehakt und ja, darauf bestanden, dass die falsche Diagnose die Diagnose sein soll, was es nicht war und nicht ist. Dementsprechend, ja, was soll ich sagen? Ich bin zufrieden, so wie es jetzt ist. Ich werde die Rezension, die ich geschrieben habe, selbstverständlich auch überarbeiten, weil die haben jetzt eine wirklich gute, einen guten Entlassbericht geschrieben, worin auch meine Probleme thematisiert werden, vor allem über die Reizüberflutung und so weiter und so fort. All diese Dinge, also die werden alles, das wird alles thematisiert. Das finde ich gut. Also ich danke dieser Person, wer auch dahinter steckt, dass sie sich die Mühe gemacht hat, das zu korrigieren. Und ja, ich würde sagen, ich verbleibe auch hiermit recht positiv gestimmt. Ja, also wie ich schon am Anfang des Videos erwähnt habe, ich bin wieder in Deutschland, also ab heute. Und ja, also ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Es ist eine Ewigkeit her. Also ich bin wirklich mehrere Wochen in der Türkei gewesen. Ab dort natürlich auch, weil mir langweilig war,
Videos gemacht, aber ich bin zufrieden. Ich bin echt zufrieden. Also ich habe mich auch gut erholen können. Die Reizüberflutungen, / Reizüberlastungen waren in der Türkei wesentlich geringer. Also die waren überhaupt fast gar nicht vorhanden. In den 6 Wochen, würde ich sagen, hatte ich 4 Mal Reizüberflutungen. Normalerweise ist das alle 2 bis 3 Tage so und manchmal sogar mehrere Tage hintereinander so. In Deutschland jedenfalls. Ja, dementsprechend bin ich zufrieden, so wie es abgelaufen ist. Und ich werde auch Vorkehrungen treffen. Also ich habe ja Kopfhörer und eine Brille besorgt, die die Reize lindern sollen oder unterdrücken sollen. Und ich werde das dann dementsprechend halt auch nutzen, damit ich ja nicht in eine Reizüberlastung komme. Gut, meine Leute, das Video sollte es gewesen sein. Ich will euch nochmal hinweisen, ich habe euch am Anfang des Videos schon mal darauf hingewiesen, ihr könnt mich gerne abonnieren, das ist kostenlos, euch kostet das gar nichts. Und ihr würdet mich dabei auch unterstützen, indem ihr mich abonniert. Wenn ihr wollt, dürft ihr das Video auch liken oder disliken. Und falls ihr keine Videos von mir verpassen wollt, also immer up to date sein wollt, könnt ihr auch die Glocke aktivieren, damit ja, ihr halt immer benachrichtigt werdet, dass ein Video hochgeladen worden ist. Ich verabschiede mich bei euch. Ich wünsche euch, wo immer ihr auch seid, alles Gute und macht es euch gemütlich. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile Sommer, auch in Deutschland. Und ja, adios.